Ja, gerne nochmal zurück an dich jetzt, Ralf. Eine Legislaturperiode ist zu Ende. Wie geht es weiter? Was ist passiert? Was wurde erreicht? Tolles Positionspapier habe ich gelesen, wirklich ganz toll. Also, da können Sie ja umständlich dahinter. Jetzt, wenn Sie die Dinge ändern, was können wir erwarten? Naja, für das, was wir erwarten können, bin ich ja eher nicht der richtige Ansprechpartner, weil ich das jetzt auch nicht mehr zu entscheiden habe, weil das müssen andere entscheiden. Ich kann aber vielleicht ein bisschen was über die vergangene Legislaturperiode sagen und das, was ich mir vorstelle, was nötig ist, was wir auch erarbeitet haben an Positionen. Also wer was verändern will, die Vorschläge gibt es, da kann man jetzt viel machen. Als ich 2014 als Staatssekretär hierher gekommen bin, da habe ich mir bei meinem ersten Arbeitstag das Organigramm, so heißt es, wenn alle Organisationseinheiten, die wir haben, das sind bei uns so knapp 100, auf einem großen Blatt aufgeführt sind. Und ich habe dann geguckt, wo steht hier irgendwas über gleichgeschlechtliche Lebensweisen oder sexuelle Identitäten oder sowas. Stand nichts. Und dann habe ich gefragt, die Leute, wo ist denn hier das Thema angesiedelt? Und da haben die gesagt, doch da gibt es eine Organisationseinheit in der Familienabteilung und die Organisationseinheit heißt Familien in besonderen Lebenslagen. Ich habe gedacht, Familien in besonderen Lebenslagen sind welche, denen das Haus abgebrannt ist und die Unterstützung brauchen oder die irgendwie der Flut zum Opfer gefallen sind oder so. Also das war nicht gut, das so zu bezeichnen. Deswegen haben wir das geändert und haben eine Organisationseinheit geschaffen, die gleichgeschlechtliche Lebensweisen und geschlechtliche Vielfalt heißt. Das war erstmal der erste Schritt, der allererste, das Thema zu verankern und deutlich zu machen. Und dann haben wir auch reklamiert innerhalb der Bundesregierung, dass wir dieses Thema offensiver angehen wollen. Wir haben immerhin den nationalen Aktionsplan gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit erweitert um Homosexuellen und Transfeindlichkeit. Aber wir haben, es gibt jetzt auch die Möglichkeit, bei der Angabe des Geschlechts, zum Beispiel für den Personalausweis, nicht männlich oder weiblich, sondern kein Geschlecht anzugeben. Aber geschlechtliche Identität haben ja alle. Und deswegen finde ich es auch ehrlich gesagt keine gute Idee zu sagen, okay, dann aus lauter Verlegenheit kein Geschlecht. Mein Vorschlag zur Diskussion wäre, wir verzichten auf diese Kategorie ganz. Dann müssen wir uns da auch nicht weiter darüber Gedanken machen, ist es nun transgeschlechtlich, intergeschlechtlich, genderfluid oder ist es nur eben nicht binär. Das ist eben, finde ich, das ist wäre ein wichtiges Signal. Wir brauchen da auch gesellschaftliche Signale, weil wir ernste Probleme haben mit Transphobie und auch Hass in unserer Gesellschaft und auch Gewalttätigkeiten, auch hier in Deutschland, in anderen Ländern. Das weiß ich aus der Zusammenarbeit mit dem Salzburg Global Forum, ist es noch ganz anders. Da ist es noch viel schlimmer als bei uns in Deutschland. Trotzdem, da müssen wir was tun. Das muss Gegenstand des gesellschaftlichen Konsenses geben, dass wir gleichberechtigt geschlechtliche Vielfalt akzeptieren und auch anerkennen und auch schützen. So. Dafür ist es, finde ich, ganz dringend nötig, dass das Transsexuellengesetz abgeschafft wird und ersetzt wird durch ein Gesetz, das geschlechtliche Vielfalt schützt und ermöglicht, dass nicht die Menschen, die ihre geschlechtliche Identität ändern wollen, mit psychologischen Gutachten traktiert werden. Aber es ist dann letztlich auch nötig, dass wir, meine ich jedenfalls, klarstellen, dass zum Beispiel die, und das haben wir immer noch in Deutschland, wir schätzen so zwischen 1.000 und 2.000 Operationen im Jahr, bei denen Geburten und bei den Kindern, bei denen das Geschlecht nicht eindeutig ist, dass das nicht eindeutig operiert wird, sondern dass das klar ist, das ist verboten
und es muss halt abgewartet werden. Das ist eine schwierige Situation für alle, ich weiß das, auch für die Eltern, für die sind wir ja in diesem Ministerium auch zuständig, aber wir wissen, dass die Konsequenzen für die Betroffenen dramatisch sind, wenn da irgendwas operiert wird und dann passt das zu der Identität überhaupt nicht. Der Körper passt dann nicht zu der Identität. Die meisten von euch wissen das mindestens genauso wie ich. Also das sind die Ideen, die haben wir nicht erreicht. Das hat nicht an uns gelegen, das will ich auch sagen, sondern es hat an dem Koalitionspartner von der CDU-CSU gelegen. Und wir müssen eben als Gesellschaft weiter Druck machen und sehen, dass sich die Dinge jetzt verbessern. Und vielleicht ist ja diese Jamaika-Koalition dann auch ein Anlass dafür, da zu Verbesserungen zu kommen. Und dann hätte das Ganze ja auch was Gutes.